Leute haben, würden Sie bitte Ihre Plätze einnehmen. Die Vorstellung beginnt in 4 Minuten. Dieses ganze Stück ist eine Liebeserklärung an das Theater und auch an die Leute, die das Theater machen. Die Handlung ist die, dass eine Theatergruppe ein Stück aufführen möchte. Nackte Tatsachen heißt das Stück im Stück. Und dabei schaut man dieser Theatertruppe zu. Blicke, Gesten, Gebärden. Ne? Versuch es zu spielen. Stell dir vor, du bist ein Schauspieler. Okay, alles klar. Danke. Und noch viel eindrucksvoller wird es sein, wenn du es ohne Hosen spielst. Ja, natürlich. So können wir jetzt endlich den ersten Akt zu Ende probieren. Auf Tournee ein paar Monate später, da sieht man das ganze Stück auch von der Hinterbühne aus, also was hinter der Bühne passiert. Und der dritte Teil ist noch wieder später in der Tournee, wo das Stück völlig aus dem Leim geraten ist und alles schief geht. Da hinten geht's zu wie bei der Schlacht von Waterloo. Ach, sie wursteln hier immer noch rum. Und das Privatleben der Schauspieler mit auf die Bühnenhandlung Einfluss nimmt. Wir stellen uns alle zuerst mal vor. Ja, das ist mein Mann. Überraschungen schlagen sich bei ihm immer auf die Nase, wie Sie sehen. Darling, geh doch mal schon ins Bad, hol die Flasche, wo Gift draufsteht. Es ist natürlich wahnsinnig schön, als Schauspieler dieses Stück zu spielen, weil man halt hinter die Kulissen schauen kann und den Leuten irgendwie ein bisschen erklären kann, was sich wirklich abspielt. Weil sehr viele Menschen glauben, das ist nur luxuriös und toll und alle Schauspieler verdienen wahnsinnig viel Geld und jeder glaubt, das ist wie das Leben eines Hollywood-Schauspielers. Das ist aber bei Gott nicht und es ist auch oft sehr, sehr anstrengend und sehr viel Arbeit und es gibt wahnsinnig viele Misstöne und auch Intrigen und auch Geschichten, die schön sind, aber auch eben die andere Seite. Und das kann man in dem Stück immer perfekt erzählen. Das Stück an sich hat eine sehr genaue Partitur von diesem zweiten Teil, der rein stumm eigentlich passiert. Und sonst hat man versucht, habe ich versucht, eine musikalische, homogene Masse zu schaffen, dass man miteinander lustvoll mit dem Körper musiziert. Der Puls ist hoch, wir haben viel zu tun, viel zu erledigen, viele Requisiten herumzutragen und emotionale Achterbahnen da zu bewältigen. Dieses Stück ist eigentlich für jeden Schauspieler, der es spielt, gut für die Figur. Ein bunter, lustiger, schriller, ein sehr vergnüglicher Abend, glaube ich.